Hallihallo. Hallo Leute. Da sind wir wieder. Genau, und immer noch in den tiefen, dunklen Höhlen. Nee, eigentlich schwören. Und wir haben bemerkt, dass hier zu viele Durchgänge sind. Deswegen öffne ich einfach mal ganz, ganz gemein alle. Super. Und ich glaube, hier geht's fast weiter durch das Gitter. Und hier kommen weil Spinnen. Weil doch da ein ziemlich langer Weg ist. Wow, die Spinnen sind sogar ziemlich stark. Ja. Ja, nachher kommen noch viel stärkere, glaub mir. Und die spucken. Zu spoilern die ganze Zeit schon? Wirklich? Ja, ich meine, das kann man sich doch wohl selber denken. Wir können 150 erreichen, da kann man sich doch wohl denken, dass auch stärkere Spinnen kommen, oder nicht? Wir haben nie erwähnt, dass man 150 werden kann. Doch, habe ich jetzt aber wohl. Hast du ja jetzt ja wohl, ist richtig. Das sieht aus wie da so ein Haufen, wo Gegner rauskommen. Ih, was ist das denn? Halb was? Mensch, halb Spinne. Ich werde verfolgt. Jetzt stirbt ja, die meinten wir, das sind so Spuckende. Die sind ganz schlimm. Die sind tot. Mal gucken, wann die Köpfe kommen. Jetzt hör aber endlich mal auf zu spoilern, ja? Aber du. Ja, das... ich meine, das mit den Spinnen konnte man sich doch wohl denken, oder nicht? Da kommen noch Spinnen raus. Dass ich die Tür aufgemacht habe. Für mich sind die Gegner ja gar kein Problem. Ja, nein, jetzt hast du wieder Vorsprung. Haha. Das ist so ein Battle zwischen uns beiden, oder? Ja, unser Mann. Ja, ich lieg natürlich ganz weit hinten. Das gibt's doch nicht. Dummer Zufall. Hier, eure blöden drei Türen haben alle in den gleichen Raum geführt. Oh. Ja, dann würde ich sagen, dass wir da hinten durchgehen. Und wenn man alle Türen aufmacht, kommt immer mehr Spinnen. Ist das nicht lustig? So. Wahrscheinlich sind zwei mit Fallen übersät und hast du den Pfeil eben abbekommen. Das macht mir doch überhaupt nichts aus. Wo ist denn der Blue? Da drüben. Ich glaube, wir müssen mir gegen Leichen ganz alleine kämpfen. Blue, jetzt ist Blue in Führung gegangen. Ist doch ein relatives am Kopfrennen. Ja, Moment, weil ihr da haben wir zusammen. Ich mit euch beschäftigen kann. Wir haben zusammen fast über 900 Gegner getötet. Die verrecken immer so geil. Ja. Was sind das gequälte Leichen? Wer quält denn bitte Leichen? Ich! Siehst du? Solche Leichenschinder und so, ja. Da haben wir schon mal so ein größeres Viech gehabt. Ja, das hatte ich vorhin schon eins getötet, aber ich finde jetzt echt nicht das Problem. Ich klopfe ihn zweimal mit auf den... Mit Level 0 bzw. 1 sind ein großes Problem. Jetzt gibt's auch noch... denken kann. Bogensch... Oh Gott, alle tot. Alle tot. Da drüben noch mehr... Könnt mir überhaupt nichts. So. Da kommt nochmal was. Ja, ich sehe es. Die schreien so scheiße. Nee, versteck mich. Hört auf, die toten Gegner dumm zu machen. Die können auch nichts dafür, dass sie mutierte Menschen sind. Mutierte Skelette. Skelettmenschen. Zap, zack, und tot. Okay. Ich muss bisher sagen, wenn das mit Metz in der vielen Gegner nicht wäre, wäre das Spiel irgendwie ein bisschen eintönig. Ich meine, guck mal. Ja, der Wasserbeschwörer. Ja, geil, das geht. Wasserspeier, nicht Wasser. Ja, der Wasserspeier. Gegner. Euch diesen üblen Skill. Oh, bitte flieg. Mein Gott, jetzt hat er auch so ein Vieh. Hoffentlich erleichtert das uns auch die Kämpfe. Das erleichtert uns sehr, weil das Ding ist stark. Übel. Aber nee, das ist ja unfair, weil dann kriegst
wird ja alles wieder zu seinen Dings gezählt, zu seinen Kills. Genau. Wenn das Vieh jemand umbringt. Boah, guck mal, wie viele Gegner da drüben rumeiern. Das ist ja abartig. Guck mal in den Raum da rechts. Rein. Davon ist auch die Tür auch offen, ne? Guck, ich kann hier reingehen. Ja, ich auch. Das wird jetzt lustig werden. Ach Quatsch. Guck, die machen mir fast gar nichts. Eine magische Rüstung. Mal gucken, ob ich den benutzen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich habe irgendwie Gefühl, ich kann sie nicht verwenden. Schildkrötenschild. Das müsste ich schon nehmen wegen den tollen Namen. Stärke 16, ist klar. Wie lange soll ich denn da warten? Ganz besonders Ingwer oder so. Naja, es macht Verteidigung wie das, was ich vorher benutzen kann, aber plus 14 auf Ausweichen. Was ist ein Schadenbogen? Nee, die sind nicht so toll, die machen wenig Schaden. Okay. Ich will mit meinem Kompositbogen, mit meinem kurzen... Diese Stelle erinnert mich an eine Stelle, ne, Dragon? Ja, irgendwie schon. Unser Tod. Da ist der erste Kopf, da ist der erste Kopf. Das ist so. Ich würde jetzt sagen, es sind doch schon so einige Gegner hier. Ja, doch, ja. Insbesondere der Kopf ist lustig. Ja. Die halten mich nicht aus, aber die machen massig Schaden. Ich hab ihn mal eben weggebombt. Ja, ich muss sagen, er war mir echt lästig. Der ist schon Stufe 6, boah. Oh, wer? Gott. Du! Wer sagt das? Das stand da eben, ich bin gerade mal Stufe 4. Der kriegt's nicht mehr mit. Ja. Ja gut. Nein! Was? Ich hab gerade Pfeile von Kisten abgekriegt und das nicht gerade wenig. Und bist dadurch gestorben. Oder was? Nee, aber die haben gut Schaden gemacht. Wo geht's denn jetzt hier lang? Ja, das Problem hatten wir auch. Aber wenn's nach dem geht, dürfte hier ein Durchgang sein, ja. Aber hier ist ein Weg, guck mal, hier ist auch ein Weg. Oder kommen wir von hier? Scheint so. Der Typ hat einen Durchgang gefunden. Aber nur, weil ich das schon aus dem anderen Dungeon kannte, weil das genau, so ziemlich genau der gleiche Raum existiert. Ja. Ihr habt euch irgendwie verloren. Herrlich. Ja, jetzt sehe ich auch, dass ich im... Na, weil ihr nicht gewartet habt, ihr Schweinehunde. Ja, dann drückt doch einfach auf ein Bild von uns und dann läufst du uns hinterher. Funktioniert nicht. Boah. Beweg dich. Beweg dich. Ja. Da ist er. Das habt ihr alles schon getötet. Das war er alleine. War ich gar nicht. Doch, ich habe nicht ein Vieh. Na gut, er hat noch sein komisches Viech. Ja, das ist viel zu immer. Hat, so, hier haben wir Mana und HP-Brunnen. Ja. Das heißt wahrscheinlich, also, wir nähern uns ein Boss. Unmöglich, aber irgendwie ist der genau gleich aufgebaut, oder? Ja, außer der Anfang jetzt so. Mhm. Also kommt mir das nicht nur so vor. Nee. Also wer in dem Raum stirbt, ist echt schlecht. Du. Oder? Was? Du bist da gestorben. Nein. Das ist der erste große Tür. Was? Jetzt kommt aber ein großer Raum. Zack und tot. Jetzt kommen wir erstmal richtig in die Festung rein, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Da vorne ist eine rote Spinne. Ja, und? Tot. Ja, und? Dem ist alles egal. Na klar, ich hack mich hier durch. Bogen ist jetzt besser als den, die ich hab. Das ist eine Kiste. Hier ist eine Spinne. Die spuckt. Oh, den kann ich noch nicht... Oh, ist der geil. Dafür brauche ich aber Geschicklichkeit 13. Ich habe erst 12,5.
Tanzender Zap. Hier sind noch mehr Gegner davon. Guck, da kommen noch mal zwei Spinnen raus. So, eine Rüstungsklasse von 58. Was war das für ein blaues Item? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keines eingesammelt. Aber hier waren wir auch schon nicht mehr, wa? Aha. Na wunderbar, endlich hört das scheiß Gespoiler auf.